Wir sind ganz mutig und betätigen den Hebel. Es ist ja klar wie Klosbrühe, was jetzt passiert. Auf dem Weg nach unten müssen wir uns behaupten. Gegen ganz viele Typen. Alter, das war doch nicht so schlecht in PlayStation 2 Zeiten, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. So aus der PlayStation 1. Oh mein lieber Leon, natürlich bist du jetzt nicht alleine. Von wo? Das hört sich an, als ob es hier von oben kam, aber nein. Das Headset, das macht einen verrückt. Das hört sich an, als ob die direkt alle hier sind. Die schießen auch schon alle, die Wichse. Ach, da unten, ich habe ihn gesehen. Ich habe keine Angst vor euch, meine Freunde. Gebt mir die TMP-Munition, die macht nämlich total Spaß. Spaß macht die. Das war's doch nicht schon, oder Leute? Ihr habt doch hoffentlich mehr aufzubieten hier. Ja, ne. Okay, dann nicht. Ah. TMP am Dynamite. TMP. So, nachladen. 115 Schuss, das reicht mir nicht. Wir nehmen die Pistole. Weiterhin. Haben wir auch noch genug Schuss dafür. Das ist ein Killer-Ding, die Pistole, ne? In der Notsituation wird der Mob zu groß. Oh, wird er aber nicht. Oh. Keine Angst vor euch. Nix da, mein Freund. Hat er sich selbst ab... Dummer Typ. Eigentlich möchte ich jetzt da hochklettern und mir die Munition von dem holen, aber scheiß drauf. Das wird nichts Großartiges sein, meine Freunde. So, jetzt haben wir fast volles Magazin für den tollen Endgegner. Gucken wir nochmal einfach da lang. Dann haben wir es ja gleich. Easy, meine Freunde. Was für ein Assassin. Oh mein Gott. Wisst ihr, was da hilft? Nicht etwa der Raketenwerfer. Nein. Aha. Alles kein Problem für mich. Ich bin ein, ich war... Scheiße. Ich war einen Tag bei der Polizei, das macht mir nichts. Alles klar, jetzt wird es ein bisschen brenzlig. TMP. TMP. Am Dynamite. TMP. I will not fight. TMP. From power load. TMP. I will do the boot. Das ist noch ein Ekelvieh, ne?
Da. Ein Goldarmreif. So, für den brauchen wir wieder die Pistole. So viel Schuss haben wir gar nicht mehr. Die Musik ist immer noch dieselbe, warum auch immer. Bist du nicht tot, mein Freund? Doch, natürlich ist er tot. Naja, jetzt speichern wir allerdings mal. Sehr beruhigend in der ganzen Action. 41 Mal gespeichert. Ich bin sehr vorsichtig. So würde ich es ausdrücken. Vorsichtig. Bum, bum. So, gibt es hier irgendwo denn noch einen Schatz? Nein. Das ist der Endgegner. Gib mir Ashley wieder. Bitter. Sind geladen anscheinend, aber naja. Matado. Doch nicht. Hier war auch nichts zum Reingehen, Weggehen. Wir gehen durch die große Tür, die nehmen wir. Oh nein. Schlimme Stelle, an die habe ich zuvor gedacht, aber bei weitem nicht jetzt. Blendgranaten haben da nichts gebracht, ne? Alter, fick dich. Fick dich ins Knie, ey. Wo? Ich reg mir auf. So. Tolles Kräuterchen, du. Ich hätte auch einfach das erste Hilfespray benutzen können. Wofür habe ich Scheiße denn? So eine heikle Situation ist, aber ich bin doch ein Killer, oder? Ich brauche das doch gar nicht. Trifft er die anderen wenigstens? Nee, ne? Da kommt er schon. Oh, das wär jetzt... Das ist zu verlockend, Leute. Tut mir leid. Das war zu cool jetzt. Das musste sein! Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da, mein Freund. Mm-mm. Ich bin wohl da. Hilfe! Oh Mann! So. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig. Es passiert dir nichts. Wir kriegen nur ganz viel Geld und so.
Schon gruseliger Zeitgenosse, ne? Ah, guck mal, wir haben die Glocken hier. Hilfe. Niemals hört er uns hier, niemals. Das hat er nämlich auch nicht gehört. Haha, ich hab dich besiegt. Ich hab dich besiegt. 30.000 haben uns die beiden gegeben, nicht schlecht. Laden wir mal eben nach. Die TMP laden wir auch nach. Und die Pistole laden wir auch nach. Dann haben wir nämlich einiges an Platz im Inventar. So viel Pistolenschuss gibt es auch gar nicht mehr. Hab da ein bisschen auf den Kack gehauen jetzt. Baby, du weißt genau, dass jetzt nicht die richtige Zeit dafür ist. Steht ja auch im Kopf. Ja. Sieht für mich jedenfalls so aus. Na, lassen wir das so, wechseln wir das. Hey Baby, aus dem Weg. Das ist ja gerade spannend, ne, Leute? Es ist so spannend. So, volle Gesundheit, viel Geld, alles gut. Jetzt können wir mal die Dinger da kaputt hauen. Ja, das war eine knifflige Kombination, ne? So die normalen, die da rumstanden. Um die muss ich natürlich kümmern, ansonsten bist du natürlich am Arsch. Ja, aber das macht uns alles nichts. Das macht uns nichts. So, ich gucke nochmal, ob hier was war. Ich mag ungern etwas vergessen, wisst ihr? Ah. Was war denn da los? Ich will keine Gewehrmunition. Haben wir hier was in der Ecke? Ich möchte nämlich nichts. Da, guck mal. Ein Spinel. Sehr schön. Du auch eins? Ja. Ja, claro. Aber hier haben wir keinen Schatz, oder? Nein. Jetzt kommt Mr. N. Ja, weißt du, jetzt kommt der Endgegner nach so einer Szene. Aber dann ist das so. Wir waren einen Tag bei der Polizei und uns kann nichts mehr schocken. Nein, nein. Ashley. Ashley. Sie wollen mir unter den Rock. Leon! Mr. Kennedy. Don't you know when it's time to throw in the towel? Ich habe reagiert, weil ich cool bin. Where's the satisfying sound of one's impalement? Fall for this old trick. Total geil. Oh nein. Kein Bock auf den. Quickly, we shall prepare for the ritual. Leon, you're alive. Für dich immer, Baby. So maybe you have 9 lives, but it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Voll Choleriker, der Kleine. Für uns gar kein Problem. So, hier haben wir doch bestimmt Schätze, oder? Der Endgegnerkampf kam doch nicht. Ich habe mir schon gedacht, so... Wo sind wir denn hier? In der Burg wieder? Das war so ein runderer... Ja, hier ist das dann wahrscheinlich, ne? Nee, da ist ein Händ... Ah, da ist aber eine Tür hinter, okay. Hier könnte es sein. So, ich würde sehr gern meine Pistole weiter aufwerten, aber es wird vermutlich nicht geschehen. Da ist ein Händler, hier ist ein süßer Bursche aufgehangen und Leon ist irritiert von den ganzen Fledermäusen, die hier rumfliegen. Ah, was hast du denn da für uns? Eine Krone mit Kerben. Was passt denn in die Kerben rein? Oh, nervig. Langsam ist es nervig.
TMP-Munition, Magnum-Munition. Wen habt ihr da runtergeworfen, Leute? So, wir können uns so ein tolles Kraut basteln. Ja, und ich, dummer Kopf. Ne, das war. Die sind so auf dem Kopf. Die sehen mir so aber richtiger aus. Das soll richtig sein. Ja, jetzt sehe ich es auch. Naja. Dann ist das wohl so. So, ich schau nochmal. Schätze, schätze, schätze. Schatz haben wir eingesammelt. So, dann geht's jetzt gleich weiter. Noch kurz schauen, was der Typ hier für mich hat. Brandgranaten sind immer toll. Willkommen. Cool. Was kann ich denn kaufen? Die Striker, die wollte ich nämlich kaufen. Ja, jetzt haben wir eine coole Shotgun. Ja, das ist denn nämlich die Shotgun meiner Wahl. Thank you. What are you selling? Was können wir verkaufen? Is that all, stranger? Zwei. Ja. Is that all? Ja. Thank you. Is that all? Thank you. Zwei Kerben. Da warten wir dann wohl noch drauf. So, die Striker können wir bestimmt direkt. Ja, nehmen wir die Striker auf. Feuerkraft, selbstverständlich. Kapazität ist auch nicht verkehrt. Und das natürlich auch nicht. Ja. Die Striker, die darf man machen. So, bevor das Gewehr schießen war dann schnell leer, damit wir das jetzt nicht einfach sinnlos verkaufen. Mit den Schuss da drin. Und sobald es leer ist, verkaufen wir es. Wäre mal noch ein bisschen Platz hier. Wäre dumm, das jetzt einfach wegzuverkaufen. Die Striker ist geil, ne? Und die schießt auch sehr schnell, glaube ich. Ich glaube, die Feuergeschwindigkeit ist ein Vorteil von ihr. Ja, Feuerkraft ist vollkommen okay. Und ja, die Kapazität, ne? Dass da ganz viele Kugeln reinpassen. Macht sie sehr wertvoll. Ich speichere dann auch mal wieder. Wo der Händler sich überall rumtreibt, der Typ, ne? Das ist echt crazy, crazy Typ. Dann wollen wir mal flüchten hier. Und egal, wen ihr mich schickt, ich bin gewappnet. So, hier rennen wir einfach mal durch. So, ich labere euch mal wieder voll, aber ich vermute, dass jetzt hier, die Stelle war, wo ich eigentlich den Raketenwerfer benutzen wollte, für so einen tollen Gegner, für seine rechte Hand, Mixkopf. Der ist nämlich total nervig, aber das war nicht unten in der Kanalisation, das war irgendwo anders. Oh, gibt's wieder Augen? Ich würde mich, oder ist das der Wichser? Oh, jetzt habe ich aber Angst, ey. So Mist. So Leute, ich glaube, in der Folge ist genug Action passiert. Wir pausieren hier, damit ihr in der nächsten Folge direkt die Action abgehen seht. Also, bis dahin. Ciao, ciao.